Es ist der 7. April 2024. Wir sind in der Bootswerf in Zürich mit den High Times. Thank you.
Merci für die zwei ersten Lieder. Ja, wir werden langsam ein paar Fragen stellen. Die erste für mich, die wichtig ist, ist, warum die High Times und seit wann existiert euch? Ich glaube, das musst du beantworten, mit dem Oben raus und über you und allem. Also warum? Wir sind einfach super Freunde und haben gefunden, hey, wenn wir auch in der Freizeit noch mehr miteinander machen können, dann machen wir doch eine Band. Und das war im 2019. Ja, und darum haben wir 2019 den High Times gegründet für die höheren Zeiten, für die Good Times. Und ja, oder? Ja, das ist schon meistens das, was wir haben. Also wir haben schon eine sehr gute Zeit miteinander, machen viel zusammen, gehen zusammen auf, weiss Gott wo, überall auf der Welt. Und das sind schon einfach die besten Zeiten, die ich glaube in meinem Leben je hatte. Und darum muss die Band auch so ein bisschen so heissen. Ja, so geil. Cool. Genau, es heisst nicht Hochzeiten, ja, sondern nicht die höchsten Zeiten. Und es ist auch nicht das Kiffermagazin abgeding, sondern vielleicht ein bisschen. Ja, also 2019 hast du vorhin gesagt. Genau. Ich glaube, ich habe sie dann mal im Nouvemont gesehen, 2019. Ja. Das kann gut sein. Das war eine von unseren allerersten Shows. Ich glaube, ich schon, ja. Aber die war lustig, in diesem kleinen Keller. Das würde ich auch nie mehr vergessen. Das war super. Also, kleine Keller, Bootswerf, so coole Standards. Ja, also, weißt du, was ist? Normalerweise spielen wir eher Bootswerf, ja. Was tut ihr ab und zu proben? Ist es, immer da. Nicht in einer Metzgerei oder so? Nein, tatsächlich unterhalb von einer Pizzeria. Restaurante Milano, im Herzen von Zürich. Und darum nennen wir das auch liebevoll Studio Milano. Mhm. Das ist unser Bandraum. Und da haben wir die Hälfte von unserem Leben wahrscheinlich schon drin verbracht. Das schmeckt ein bisschen. Mega cool. Und mega gäbig noch zum Snacken, oder? Ja. Also die Hälfte von unserem Gewicht kommt auch von dort. Und die Hälfte von den Gagen, die auch noch dort gehen. also ihr spendet viel Zeit zusammen. Wie tut ihr ihre Lied komponieren? Tut ihr das zusammen machen? Oder bringt Lukas vielleicht etwas? Oder? Ich bin Schlagzeuger, sorry. Ja, nein, man muss schon sagen, das ist der magische, ja, also ein bisschen Brain. Meistens habe ich so eine Idee, irgendwann, irgendwo. Der letzte Song, den wir geschrieben haben, habe ich am Morgen um 7:30 auf dem Weg zum Arbeiten so eine Idee gehabt. Und dann bin ich so im Bahnhof und das irgendwie nicht vergessen. Und dann habe ich so aufs Handy aufgeschrieben. Ja, wir sind halt gekommen. Und und dann aber im Bandraum arbeiten wir zusammen und machen dann eigentlich Lieder draus. Und ja. Haben noch Unterstützung in der Regel von einem grossartigen Songwriter. Vom Songwriter, nein. mein Cousin ist aus der Nähe von San Francisco und der ist der, der mit den Wörtern sehr gut umgehen kann auf Englisch. Mhm. Und er hilft uns meistens, um die richtigen Wörter richtig zu finden. Und so passieren die Lieder eigentlich. Ja, genau. Ja, gut. Und, aber jeder bringt ein bisschen seine Vibes, seine Touch schon noch auf alle Lieder. So. Also ich habe das Gefühl, dass sie sehr gute Kollegen sind und das spüren wir auch noch, wenn wir zusammenspielen, wenn ich das sage. Also ich glaube, man weiss einfach, wir haben alle schon ein bisschen den gleichen Geschmack und doch ein bisschen unterschiedliche Geschmäcker. Aber zusammen kommt es dann irgendwie doch in diesem Räumchen unter dem Studio Milano oder Restaurant Milano irgendwie doch alles zusammen. Cool. Ja, das macht einfach auch immer Spass. Das ist so ein bisschen, glaube ich, das Wichtige. Da. Und das ist mir Dienstagabend, glaube ich. Wir treffen das einmal in der Woche und also wir treffen das sowieso irgendwie sieben, acht Mal. Ja. Jeden Tag gefühlt. Einmal am Sonntag in einer Bootswerft. Genau. Ja. Meine nächste Frage wäre mehr so, ja, wie seid ihr auf die Idee, also nein, nicht auf die Idee hier zu spielen, sondern ein bisschen punky Sachen zu machen. Neue Zürich, das ist nicht mehr so die Zeit, das ist nicht mehr so die Vibes jetzt. Nein. Das kommt wieder im Fall. Hey. Das kommt schon. Shit comes in waves. Habe ich auch noch das Gefühl. Aber wie merkt ihr das? Hier in Zürich, die grösste Stadt von der Schweiz. Vielleicht die beste, wer weiss. Das schon auch, ja. Nein, das Ding ist, wir machen wirklich gerne Musik. Und wir machen die Musik, die wir selber gerne hören. Also, es klingt jetzt sicher blöd, aber ich habe das neue Album tatsächlich sehr oft gehört letztes Jahr, weil ich es selber mega gut gefunden habe. Ich versuche Lieder zu schreiben oder mit Melodien zu kommen, die ich
die ich selber würde gerne hören. Und dann finde ich immer mal wieder eine, die es so noch nicht gibt. Und dann versuchen wir irgendwie, ja, aus dem ein Lied zu machen, so dass wir das, was wir zu sagen haben, können überbringen mit den Melodien, die uns gefallen. Und ob jetzt das im Trend ist oder nicht, ist eigentlich relativ egal. Weil ja, wir spielen da Shows vor 5 Leuten oder vor 50 oder vor das ist nicht unsere kleinste 200 Show. Und so. Nein, es ist eigentlich völlig egal. Weil eben, wie gesagt, es geht echt darum, dass du Spass hast an dem, was du machst. Und mit den High Times ist es wirklich halt einfach so, auch die Proben sind einfach geil, weil einfach, man kommt zusammen, man macht Lieder oder man spielt Lieder und es ist nicht so, ah, jetzt muss ich wieder oder es ist ein Job, und, sondern es ist halt wirklich so, hey, nein, es ist for fun und für ja. die gute Zeit und die Energie und der Ausgleich zum tristen Alltag, sagen wir es so, genau. Hast du noch etwas sagen dazu, Tommy? Nein. So, okay, das ist also die Freundschaft, zusammen sein und so ist wichtig. Was ist noch wichtiger, also wichtig auch noch in der Band, also während der Bandprobe, was ist immer da, was ist nie da? Willst du auch mal etwas sagen, Lukas? Was ist nie da? Nein, das ist wirklich, wir haben Spass, wir machen das in verschiedensten Konstellationen schon seit, ich weiß nicht, also der Marc und ich haben das erste Mal vor mittlerweile im Fall fast 15 Jahre? 20. Ja, ja. Seit wirklich über sehr, Alter. Sehr vielen Jahren machen wir zusammen Musik. Das ist nie langweilig geworden. Mit dem Tom auch schon seit Ewigkeiten. Tom ist auch seit Ewigkeiten dabei. So, es, hat nie, es ist nie langweilig gewesen. Es macht jedes Mal wieder Spass, ob es jetzt ein Dienstag, ein Sonntag oder was auch immer ist. Ja, also es ist wirklich die Motivation dahinter. Und fehlen tut, ja. Manchmal, wenn es am Dienstag ist, fehlt vielleicht ein bisschen das Bier, weil wir ein bisschen auf uns vorsichtig sind. Aber Spass ist immer da. Gut. Ich glaube, wir werden jetzt die zwei nächsten Lieder zulassen und spielen. Und dann gehen wir dann einfach weiter noch mit dem Interview. Super. Mit anderen Themen. Eine richtige Tiefe. Tief. Ja, das kommt drin. Farbtier, Gericht. Cause I
Merci vielmals für die zwei letzten Lied. Ich habe jetzt ein paar wichtige, wichtige Fragen. Okay. Dein Lieblingstier, Tommy. Oh, Haifisch, ganz klar, da muss ich nicht studieren. High Times, Haifisch. Ja, ja. Stimmt, das habe ich mal noch nicht mal gecheckt, aber ja. Ja, schon sehr klein. Ah, warum? Papi hat mir immer gute Nachtgeschichten erzählt mit Haifisch. Ivo! Aber es ist nicht mal gelogen. Ja. Aber ich habe nie den weißen Hai schauen. Das war bei Wotten im Haus Dominik. Wo jetzt? Ich habe nie geschaut. Noch nie? Nein. Oh. Er hat gesagt, schau nicht, ich habe es nicht gemacht. Ich glaube, ich rauchen. Da hat er mir mal versprochen, ich komme mit 2000 Franken über, wenn ich bis 18 nicht rauche. Ich warte heute noch. Ja, was ist noch für die anderen? Ist es auch noch Haifisch oder etwas anderes noch? Panda-Bär. Panda-Bär. Das muss etwas mit Hai sein. Ja, der Scheiß ist eben wirklich, es ist der weiße Hai. Ich habe sogar einen Vortrag gemacht in der Schule darüber. Aber habe ich gesagt, ja, ich weiß auch nicht, das ist ein bisschen doof. Ja, ist der Esel. Der Esel. Esel. Okay, ja. Mark. Oder der Loi oder der Elefant. Aber der Esel ist sehr weit oben. Ja. Aha. Das ist vielleicht mein Lieblingsinterview. Aber alle vier zusammen können ein gutes Lied machen, vielleicht. Voilà. Kleine Geschichte bei einem Nesu, ja, der einen Haifisch trifft und so weiter. Ja, das ist der Zürcher Stadtmusikant. Ja, genau. Und dann? Sehr bekannte Zürcher. Nein, nein. Also, mit dem Haifisch gehen wir sofort auf den Videoclip auf dem Boot. Wer hat die Idee gehabt? Also, der Videoclip ist mega cool. Das wechselt ein bisschen von anderen Zeug und anderen Places. Ich finde schon, der Marc muss eigentlich eine kleine Geschichte erzählen, wie er zu diesem Boot gekommen ist. Also es ist tatsächlich so, dass mein bester Freund hat mich zum 30. Geburtstag hat er mir einen Platz geschenkt auf der Liste für eine Reservation, also Bootsliste, dass man irgendwann mal ein Boot kann am Zürichsee haben. Und das heisst, es geht so 15 bis 20 Jahre. Und hat er gefunden, ja, mit 50 sind wir dann genug alt und haben dann vielleicht Geld, um uns ein Boot zu kaufen. Und dummerweise, also oder auch schönerweise, ist nach 5 Jahren schon ein Brief gekommen, so, hey, sehr geehrter Herr und so weiter, Sie können da ein Boot haben, also beziehungsweise einen Bootsplatz. Und dann so, oh shit, ich habe kein Geld, aber ich habe Möglichkeiten auf ein Boot. Und dann, ja, dann haben wir uns zusammen da mit einer Gruppe und wir vier und noch zwei andere, die jetzt quasi unser ganzes altes, aber wunderschönes Boot zugetan haben. Wo, ja, einfach etwas Geister von den letzten 4 Jahren neben der Band war, einfach rauszutuckern und dann haben wir gefunden, komm, machen wir doch da gerade ein Video. Und, ja. So cool, also hat sie den mega gut gefunden. Ja. Ist ein bisschen alternativ so und da wollte ich sofort auf eine andere Richtung gehen. Wie sieht die alternative Szene aus, jetzt in Zürich und in der Nähe? Gibt es noch Sachen? Du hast vorhin über einen Squad geredet. Ja, es ist der absolute Kontrast zu dem, was ich jetzt gerade vorher gesagt habe. Aber das finde ich auch lustig. Samstag ja, gehen wir ins Squad, zum Sonntag auf den See. Ja, hey, nein, tatsächlich sind wir gerade in der letzten, also nicht weit weg von da, hat es ein wunderschönes und geiles Lokal, wo Bands gespielt haben in einem Keller, so wie wir es damals gemacht haben, also immer noch machen, aber wo in der Schweiz nicht mehr so oft gesehen ist, hat wirklich so gesquattete Häuser mit so geilen, stinkigen, schönen Kellern. Und ja, es gibt wenige leider, also da in der Umgebung, aber zum Glück gibt es noch 1, 2, ja, ja. Gell, Tom? Ja, vor sind wir gerade letztes Mal eben da in dem da gewesen und es hat einfach auch wieder so junge Punks gehabt und es war mega geil gewesen. Ich habe das so schon lange nicht mehr irgendwie so bewusst wahrgenommen. Mhm. Weil, ja, es kommen irgendwie immer die gleichen Leute an Konzerte und alle werden älter mit uns, aber es, man hat jetzt eben doch, es gibt eine junge Generation, die das irgendwie doch auch wieder noch geil findet und zelebriert und aus dem entsteht sicher wieder mega viel. Aber es gibt halt immer weniger Räume, das ist halt auch ein Scheiß. Das ist immer so, aber es wird immer irgendwie Räume geben. Und jetzt gibt es eben, es gibt Squads, die gehen nach 4 Monaten wieder zu, nachher geht gibt es halt dann wieder etwas. Aber es ist halt so, es lebt momentan eben doch wieder mehr, als dass ich eigentlich so gedacht habe. Ja, was mega schön ist. Cool, cool. Und sonst im Sommer gibt es viele noch Sachen, die draußen sind, die ein bisschen alternativ sind, nicht unbedingt grosse Festivals. Oder? Ja. Ich meine, ja, es gibt also das erste Mai-Fest, das immer so ein bisschen das Highlight ist. Aber sonst im Sommer viel von außen, außer die Festivals. Ja.
Leider nicht mehr. Unser Kollege, ein guter Freund von uns, hat einen schlauer Bauer Open Air mal gemacht. So Geschichten. Ja. Kleine Open Airs gibt es schon immer wieder auch. Und, ja, so oben raus. Ja, klar. Oder? Aber es ist cool nicht wirklich draußen. Aber es ist. Oft schon von Venue zu Venue. Ja, das gibt es schon, aber einfach so vereinzelt. Oder? Ja, Zürich ist jetzt wirklich nicht die Hauptstadt für so. Es könnte mehr geben. Also, wenn ihr Lust habt, etwas zu machen. Ja. Es ist immer so ein bisschen, draußen ist immer gerade mega schwierig mit Bewilligungen und so. Merkst du immer gerade. Und momentan gibt es halt da auch nichts so ein bisschen Grösseres, wo jetzt sagen wir, besetzt ist. Oder sonst etwas, wo man mal darauf schiessen kann, Bewilligung haben. Excuse me. Darauf halt das. Fäkalisieren. Ja, genau. Danke. Lukas. Ja, wir sind halt in der Schweiz. Ja, eben genau. Das ist halt immer noch so. In Deutschland ist das geil. Die ganze Umsonst und draußen und all das Zeugs. Deutschland ist immer noch. Darum spielen wir eigentlich auch relativ oft in Deutschland. Weil halt ja, nicht ganz so viele Regeln bestehen wie da und nicht alles ganz so fest aufgeräumt und 100 Dezibel und so, sondern es ist in Deutschland manchmal ein bisschen mehr so, ja. Passt schon. Und das ist etwas, was uns eigentlich sehr zusagt. Ja. Du redest über Deutschland. Findet ihr auch noch, dass es einen riesigen Unterschied gibt zwischen Westschweiz und Deutschschweiz mit Konzerten und anderen Regeln? Oder ist es überall gleich für euch? Oh, wo macht es am meisten Spass zu spielen? In der Deutschschweiz oder bei der Weltschi, bei uns ab und zu? Ist doch eine Schweiz, ist doch überall schön. Ja. Finde ich schön gesagt, danke. Ja. Also ich finde wirklich, eben, es ist so, der Röstigraben merkt man schon auch so ein bisschen bei Organisatoren, aber ich finde, wir haben eigentlich immer sehr einen guten Draht zu der Weltschweiz gehabt, zum Glück. Und es ist immer ein guter Austausch da und es ist immer schön. Und es kann in der Weltschweiz sehr viele geile Konzerte, haben wir schon gespielt. Und, wieso lachst du? Ja, einfach. Also da beim einer, der Kamera hat. Salavo, in einem Haus oben. Geht es schlussendlich um die Leute, die es organisieren, egal ob sie jetzt in Deutschland sind, in wo immer. Nein, überall ist wirklich, dass wir wirklich auch Freundschaften geschlossen haben und gewisse Menschen einfach uns irgendwie, keine Ahnung, ins Leben getreten sind und wir jetzt auch schon seit Jahren kennen. Und da trifft man sich irgendwo am Fest in Florida und so. What the fuck? Okay. Du bist echt von der Westschweiz. Aha, wir sind von Zürich. Ja, scheißegal. Also, weißt du so. Nein, das ist echt schon cool. Wir haben wirklich Glück gehabt mit allen Bands, die wir spielen, dass wir in Westschweiz wirklich echt immer coole Unterstützungen, coole Shows. Der Carlos von Inhumano, dann ja, César. und ganz viele wirklich coole Leute, die sehr viel Initiative ergriffen haben, auch in Genf. Und das ist wirklich etwas, wo ja. Wo wir sehr schätzen. Cool. Ich habe gesehen, dass ihr gleich on Tour seid. Und nicht in der Westschweiz oder in Deutschland viel weiter weg. Domi, kannst du darüber reden? Ich bin so aufgeregt. wir gehen auf Kasachstan. Auf und Tour. Usbekistan. Kirgistan. Kirgistan? Was? Kirgistan, Usbekistan, Kasachstan, Georgien und Türkei. Ja, und ich finde das einfach grossartig und wahnsinnig spannend und ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Und ich freue mich wirklich so fest. Oh mein Gott, es ist so eine Gegend, wo mit einer Band hinzugehen, ich meine, irgendwie stelle ich mir nichts Absurdes vor, es macht überhaupt keinen Sinn. Weißt du, irgendwie so, aber darum passt es zu uns und darum passt es zu Überju auch, mit denen darf man ja mitgehen quasi. Das ist echt die Hälfte von dieser Band. Aber ja, ich freue mich extrem auf das. Ich glaube, es ist ein Riesenabenteuer und etwas, was man glaub, nie mehr wird vergessen. Und ich habe wirklich so einfach keine Ahnung, was kommt. Das ist so, kommen zwei Nasen, kommen zwölf, kommen niemand. Zwölf wäre crazy. Kommen grösser, I don't know, was trinken wir? Kommen Haifisch, kommen Esel. Oder? ja, aber ich bin wahnsinnig aufgeregt und ich freue mich extrem. Das ist wahrscheinlich die Tour, wo ich mich am meisten darauf freue. Ja. Weil es so ein bisschen absurd ist. Ist es kompliziert, das zu organisieren? Nein, gar nicht. Man muss die richtigen Leute kennen, so blöd dass es klingt. Es ist ein Typ, der gesagt hat, «Hey, I wanna do a crazy tour with you. You're down?» «Yeah, yeah.» Und dann hat er irgendwann einfach eine Datengeschichte da. «Ihr spielt da und da und da.» Und dann wir so, «Oh mein Gott, okay, yeah, well.»
was es tut. Und jetzt schauen wir, ob das klappt und wie das kommt. Aber ja, gut wird sicher. Ja. Also man muss schon sagen, dass wir ihn schon kennen und er auch schon Sachen für uns organisiert hat und er das auch schon dort gemacht hat mit anderen Bands. Also ein bisschen, so ein bisschen Sicherheit doch noch gibt. Ja, ja. Ich vertraue dem blind. Okay. Auch wenn ich wahrscheinlich blind dort rauslaufe. Ja, wirklich. Selber gemacht. Ja. Also von Kasachstan bis auf Türkei mit dem Van unterwegs. Eine Woche ist es. Ich glaube, es nicht mal so Van. Ich glaube, es ist Bus und Zug. Bus und Zug. Zug, Bus, dann ein Flug, weil es gar nicht anders möglich ist. Ja. Aber ja. Wir wissen es selber nicht. Vielleicht auch mit der Karawane oder es ist wirklich alles offen. Also. Wir sind sehr gespannt und wir vertrauen einfach ihm, dass es irgendwie geht und er hoffentlich dann dort dann auch auftaucht. Und sonst schauen wir halt. Es ist immer noch irgendwie lustige gegangen. Ferien. Ja. Ja, ja. Also das klingt wie coole, überraschende, sehr wahrscheinlich Ferien. Also. Absolut. Hey, ich würde empfehlen, dass wir das letzte Lied machen. Ja. Ist das gut für euch? Oder? Ja. Try to lie to myself, but at the same time I'm convinced what it takes isn't enough. Stick around when times are tough. Can it be advisable to figure out the impossible? What if I would not have known it will be who makes us strong? From the start to where we are, from the gutter to the core. Can it be Merci für das letzte Lied. Ich habe noch eine letzte tiefe Frage. Seid ihr bereit? Ja. Yes. Heilt Musik das Hirn und den Körper generell? Oder ist das ein Pflaster auf die Seele? Deep. That's some deep shit. Ich sage, sie heilt. Ist nicht nur ein Pflaster. Kannst du auch noch deine Lieblingsfarbe sagen?
Das ist der Fuck. Blau. Tiefe Antwort. Das war auch meine Antwort. Mein Gott. Das ist schwierig, gell? Ja. Sehr Spannung aufgebaut. Ja, super. Blau. Cliffhanger. Blau. Also ich darf das ja. Nein, danke vielmals. Hey, es war mega cool. Merci vielmals. Ja, es heilt und blau. Auch für euch zwei. Ja, blau ist schon gut und es heilt auch sehr. Aber ich nehme doch schwarz. Das würde man mir nicht geben. Moment. Hä? Das würde man jetzt nicht geben, aber meins ist rosa. Rosa? Ja. Hä? Schön. Pam, 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 pam. Ja, habe ich nicht gesehen. Das wäre eigentlich so die Konfetti-Kanonen-Zeit. Ja. Das wäre mega cool gewesen, noch da drinnen. Das wäre so gut gewesen. Ja. Siehst du es nachher wischen? Mit schon weiss. Mit Tauben nachher finden, was fliegen. Ja. Nein. Hey, merci vielmals für die Antwort, für die Lieder, für eure Zeit. Wir schätzen das und hoffentlich bis gleich. Ebenfalls. Bis mega gleich. Danke vielmals, dass ich gekommen bin. Ja, danke vielmals, dass wir mitmachen da. Bootswert, ja. Mit uns ist. Merci. Danke vielmals. Wir sind mit der High Times gesehen, nochmal in Zürich im Bootswert. Tschüss zusammen. Bisous. Tschüss. Also, du. Also, du.